Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe jetzt schon 4 Mega-Boxen angeboxt. Ja, 4 waren es, glaube ich. Die Fairy-Box, die Look-Fantastic-Box, die Glossy-Box und fast mein Favorit diesen Monat, die My Little-Box. Schaut da auf jeden Fall vorbei. Ich weiß nicht, ob ich es schon online gebracht habe, wenn ich das Video online bringe, aber die müsst ihr euch anschauen. Die ist echt toll. Obwohl alle Boxen toll sind wieder diesen Monat. Aber jetzt kommen wir zur nächsten Box. Bevor wir mit der Box beginnen, schaut natürlich bei meinen Gewinnspielen vorbei. Die sind alle oben in der Infobox verlinkt. Das aktuelle Boxengewinnspiel und ich weiß, dass auf jeden Fall das Glaubboxengewinnspiel online ist. Deswegen auf jeden Fall oben vorbeischauen und mitmachen. Aber erst natürlich nach dem Video. Ganz wichtig. Denn wir haben jetzt die nächste Box und zwar eine mega, mega, mega schwere Degusterbox. Die ist dieses Mal echt wahnsinnig schwer. Deswegen bin ich auf jeden Fall mega gespannt, was da drin ist. Die ist heute erst gekommen, das heißt, ich habe sie auch noch nicht geöffnet. Was ich jetzt gleich machen werde. Heute frisch zu mir gekommen und gleich angeboxt. Ja, heute habe ich Zeit, weil die nächsten 3 Tage habe ich frei. Und die packen wir jetzt gemeinsam aus. Also sie ist auf jeden Fall nicht so voll. Es müssen also schwere Produkte drin sein. Denn oben ist auf jeden Fall noch Platz. Luft nach oben. Ich mache auf, gucke aber nicht rein und versuche gleich den Zettel zu bekommen. Ja, habe ich. Und zwar die Juli-Box hat wieder kein besonderes Thema. Jetzt kann ich es euch vielleicht ein bisschen zeigen. So ein bisschen brennen, gucken. Ja, hat euch wahrscheinlich nicht viel gebracht. So, das erste sind Flyer. Ja, ich spüre schon. Und zwar einmal von Toucan Box. Da hatten wir ja schon mal was drin. Das ist so eine Bastelbox für Kinder. Finde ich jetzt in der Corona-Zeit nicht schlecht. Also vor allem zur Corona-Zeit haben die ja gestartet. Eine gute Idee, um Kinder zu beschäftigen oder auch über die Ferien. Finde ich sehr, sehr gut. Da könnt ihr mit Degustor 50% auf die erste Box sparen. Also ich glaube, das ist auch eine monatliche Box, oder? Muss ich mich mal informieren. Aber ich finde es auf jeden Fall cool. Ein Spiel- und Lernmagazin mit zahlreichen Stickern. 2 kreative Bastelprojekte sind dabei. Personalisierte Bastelbox kommt einmal im Monat direkt an dein Kind adressiert. Eine Überraschung zum Sammeln. Das ist ja cool. Also einmal was zum Sammeln, 2 Sachen zum Basteln, ein Spiel- und Lernmagazin und das war's. Finde ich cool. Werde ich mal meiner Mama vorschlagen. Vielleicht ist das ja auch was für sie. Und dann einmal die Degustor Box Cold. Ich glaube, die werde ich mir kaufen. Nur für kurze Zeit, unsere treuen Kunden können sich diese Box zum Sonderpreis. Muss ich probieren. Werde ich probieren. Für 14,99 € mit bedrucktem Wert von 24 €. Cold Box, natürlich. Werde ich wahrscheinlich heute noch bestellen. Aber jetzt packen wir die Box aus. Das erste ist in einer Plastikverpackung, glaube ich. Und zwar, oh, sieht ja lecker aus. Von Vasa Delicate Crackers Paprika. Ohne Palmöl im Ofen gebacken mit 40% weniger Fett. Sehr gut, weil die meisten wissen ja, ich mache Weight Watchers. Deswegen bin ich auf jeden Fall gespannt drauf. Die haben, wie viel Kalorien haben die? Pro 30 Gramm 132 Kilokalorien ist natürlich trotzdem noch viel. Aber ich werde es testen. Ich werde es testen und es hört sich auf jeden Fall sehr lecker an. Gucken wir, was dazu drauf steht. Vasa Delicate, der köstlich knusprige Knacker, Cracker mit ausgewählten Zutaten, mit Meersalz und Paprika verfeinert. Goldbraun und knusprig im Ofen gebacken mit 40% weniger Fett. Im Vergleich zu herkömmlichen Crackern der Kategorie salzige Snacks in Deutschland. Ja, werde ich wie gesagt testen, finde ich aber toll. Ich bekomme wieder Hunger. Nie hungrig soll ich eine Box öffnen. Nie. Dann haben wir eine Papierverpackung. Fühlt sich an wie ein Müsli. Ja, cool. Ein Leinmüsli und die sind ja echt teuer. Von Nestle 27% Vollkorn Wild Crush Schoko Karamell. Das ist wahrscheinlich sowas, das werde ich wieder einfach bloß so essen. Ich liebe zum Beispiel diese Nougat Bits. Ich glaube, Nougat Bits heißen die. Könnte ich mich reinlegen. Wir verwenden das ganze Korn, um alle wertvollen Nährstoffe zu erhalten. Mit natürlichen Aromen. Hört sich gut an. Befreie die wilde Seite in dir. Kenne ich noch nicht, also ich kenne bloß dieses alte Lions Müsli, ich habe gar nicht gewusst, dass es da was Neues gibt, aber es sieht mega lecker aus. Wir gucken, was hier drin. Oh, da hätte es mir gegeben. Es hätte Nesquik-Taschen gegeben und Cinnamon-Taschen. Ist jetzt auch nicht schlecht, aber so Cinnamon-Taschen wären schon geil gewesen. Ich beschwere mich nicht. Ich werde vielleicht mal die anderen 2 kaufen zu probieren. Und zwar Nesquik, Lion und Cinnamon-Minis mit Füllung. Kosten 2,99 €, also wie gesagt, nicht billig. Probiere jetzt Nesquik, Lion und Cinnamon-Minis mit leckerer Füllung.
Nesquik Banana Crush überzeugte schokoladige Getreidekissen mit einer Füllung leckerer Bananengeschmack. Oh, das hört sich gut an. Die knusprigen Lion Wild Crush gibt's mit einer unwiderstehlichen Schokoladenfüllung und Karamellgeschmack. Auch mega. Und die Cinnaminis Crazy Crush besticht mit einer cremigen Zimtfüllung. Oh, die hören sich alle gut an. Schade, dass da bloß eine Sorte pro Box drin ist. Die hätte ich jetzt alle drei genommen. Ich glaube, die anderen zwei muss ich mir kaufen. Einfach nur, um sie zu testen. Ich liebe Zimt und ich liebe Bananen. Und ich liebe Karamell und Schokolade, also. Ich habe Hunger. Ich habe Hunger. Dann haben wir eine Flasche Tomi Senfsoße mit Honig. Senf geht bei uns auf jeden Fall weg, weil mein Mann liebt Senf. Senfsoße mit Honig passend zu Gemüse und Salat. Wusstest du, dass Senf eine der ältesten Gewürze Europas ist und schon über 3000 Jahre eingesetzt wurde? Finde ich cool. Kenne ich tatsächlich auch noch nicht. Wir gucken, was dazu da steht. Oh, da hat es auch wieder mehrere Sorten gegeben. Können die nicht mal mehr Sorten da reinpacken? Und zwar hätte es noch Barbecue gegeben, Salsa, Chili und Exotisch. Die hören sich alle gut an. Obwohl ich um die Senfsoße schon froh bin, weil unser Senfverbrauch ist jetzt nicht gerade gering. Bin ich auf jeden Fall gespannt, wie die schmeckt. Grillmeister aufgepasst. Von Tomi, 1,69 kostet das. Finde ich jetzt tatsächlich in Ordnung. Mit den neuen würzigen Tomi-Grillsoßen im Glas wirst du jetzt auch zum Soßenmaster und dein Grillabend zum Sommermärchen. Kein Grillen an einem lauen Sommerabend ohne die Vielfalt von Tomi-Grillsoßen. Ob rauchige Barbecue, scharfe Chili oder tomatige Salsa. Sie liefern alle einen einzigartigen Geschmack und heben Grillfleisch und Gemüse auf ein unvergessliches Genusslevel. Viel Spaß beim Ausprobieren und eine Sorte pro Box. Die Box, die wird immer besser. Immer besser. Mega. So, dann gucken wir weiter. Haben wir eine Dose, glaube ich. Und zwar von Mr. Brown Caramel Flavor Latte. Coffee Drink. Oh, hört sich auch toll an. Hat auch bloß 54 Kilokalorien pro 100 Milliliter. Wie viel sind da drin? 52. Das glaube ich, kann ich mir sogar leisten. Ist nicht so viel. Mr. Brown Coffee Drink Caramel Latte. 1,59 kostet es. Das ist jetzt in Ordnung. Purer cremiger Karamellgenuss. Der Karamelllatte sorgt durch seine ausgewogene Mischung aus Milch, Kaffee und Karamellaroma für gute Laune und Glücksgefühle, die deinen Tag verzaubern. Genau die richtige Begleiter für Karamellliebhaber. Einfach mit 10 Eiswürfeln im Mixer zu einem cremigen Frappuccino mixen. Ach, ist das ein Frappuccino oder ist das ein Serviervorschlag? Kann man das auch so trinken? Ich glaube, das kann man auch so trinken, oder? Egal, ich werde es so probieren, weil ich mache mir sowieso keinen Frappuccino damit. Ich habe auch kein Gerät für einen Frappuccino. Doch, mein Monsieur Cuisine. Könnte ich mal probieren. Aber finde ich an sich gut, werde ich testen. Ich liebe Kaffee, aber ich denke nicht, dass ich den mit Eis essen werde. Ich kenne mich. Dann haben wir wieder eine Papierverpackung. Wieso jetzt? Wieso, wenn ich Weight Watchers mache? Mega. Von Nutella Be Ready. 6 Stück sind da drin. Also ich glaube, da brauche ich nicht viel dazu sagen. Die sind toll. Produkt des Monats, verstehe ich. Nutella Be Ready. Mit Nutella Be Ready den einzigartigen Geschmack von Nutella auf eine neue knusprige Art genießen. Wann immer du willst. Nutella Be Ready ist die einzigartige Kombination aus Nutella und Weizen-Crisps. Umhüllt von einer knusprigen Waffel. Ja, ich glaube, da brauche ich nichts dazu sagen. Dann haben wir etwas mit Aludeckel. Porridge. Heiße Tasse. Kokos und Bananen. Porridge Glück, Kokos, Bananen und Erdbeere. Das hört sich auch gut an. So in der Früh zum Frühstücken finde ich das nicht schlecht. Vor dem Öffnen gut schütteln, kochendes Wasser bis zur Markierung auffüllen, gut umrühren und für 3 Minuten ziehen lassen. Deswegen gut ist, werde ich mir das vielleicht öfters kaufen. Ich mag zwar Porridge, aber mich regt es immer auf, dass das so lange braucht, um zu ziehen. Heiße Tasse Porridge Glück, deine Portion Glück für zwischendurch. Porridge Glück bietet ein fruchtig leckeres Frühstück, wenn es mal schnell gehen muss. Der fruchtige Hafersnack mit echten Früchten liefert eine Ballaststoffquelle und kommt im praktischen Snackbecher. Einfach mit Heißwasser aufgießen, 3 Minuten ziehen lassen und genieße, perfekt fürs Büro oder unterwegs. Eine Sorte pro Box, da hätte es noch Apfel und Zimt gegeben. Oh, Apfelzimt. Wäre auch wieder meins gewesen. Werde ich mir vielleicht auch kaufen, wenn es gut ist. Wieder, tolles Produkt, aber 1,59 ist für so ein kleines Produkt eigentlich schon teuer. Dann haben wir was in Folie, in Luftpolsterfolie. Bitte nicht. Ja, ich glaube, der ist nicht alkoholfrei. Nicht schon wieder. Der andere steht immer noch im Kühlschrank. Und zwar von Blanchet Jolie. Rosé de France, lieblich zart und beerig. So ein Roséwein. Genau, der hat 11,5%. Für, ach, ich finde das immer cool, wenn das draufsteht, für was man das verwenden kann. Für Kuchen und Dessert, zartbeerig, ideal bei 6 Grad Celsius, lieblich. Wir trinken den eh meist nicht zu essen dazu. Trinken wir einfach so. Kostet 2,99, das finde ich tatsächlich in Ordnung für so einen Wein, für so einen Roséwein. Blanchet, Jolie, Rosé de France,
France eine unkomplizierte Roséwein-Cuvée zum Genuss in den Sommermonaten oder als perfekter Begleiter für den Mädelsabend. In der Nase präsentiert sich der Wein mit einem Hauch von Erdbeere und Himbeere und verführt am Gaumen durch seinen fruchtig-süßen Charakter. Also deswegen war die Box wahrscheinlich auch so schwer, weil der ist echt wahnsinnig schwer. Werde ich sehr gerne testen. Ich liebe Alkohol. Glaube, ich brauche nicht mehr Sorgen, oder? Ab und zu so ein Gläschen Wein ist einfach gut. So, dann haben wir noch was in der Luftpolsterfolie. Und zwar Krombachers Fassbrause, Cola und Orange. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk. Also im Endeffekt ein Spezi. Also bei uns heißt es Spezi. Sowas wie Schwipschwapp, Mezzomix, Spezi halt. Oder wie man früher es auch gesagt hat, Gwasch. Wie meine Mama immer so schön sagt. Krombachers Fassbrause, Cola und Orange. Da ist eine Flasche pro Box drin. Ein 6er Pack kostet 4,29. Das finde ich jetzt in Ordnung. Aber würde ich mir so nicht kaufen. Also ich kaufe mir die immer in einer Plastikverpackung. Meist auch das vergutungsgünstig deswegen. Mach auf die richtige Mischung. Fruchtig mit Orangensaft, erfrischend spritzig mit Cola und natürlich mit 0,00 Promille Alkohol. Das ist die koffeinhaltige Krombachers Fassbrause, Cola und Orange. Einfach mal probieren. Finde ich jetzt auch nicht schlecht. Einfach so mal zum Probieren. Warum nicht? Spezi, finde ich, geht auch immer. Also ich trinke Spezi zwar nicht oft, aber wenn ich es mal trinke, trinke ich es gerne. Ja, und es ist noch einiges drin. Ich habe das kurz reingeguckt. Und zwar haben wir einmal von Fritt Smoothie-Style. Apfel-Johannisbeere. 6 Kaubonbonstreifen, extra lang Apfelschwarz, extra lang Apfel- und Schwarz-Johannisbeeren-Geschmack. Finde ich cool. Da hätte es auch mehrere gegeben. Oh, Kokos-Maracuja hätte es noch gegeben. Wäre auch wieder tolles Produkt gewesen. Zwar kostet es 75 Cent, das finde ich in Ordnung, würde ich mir auch so kaufen. Du bist ein Fritt-Fan oder auf der Suche nach einem fruchtigen Geschmackserlebnis? Dann haben wir genau das Richtige für dich. Unsere Fritt-Smoothie-Style-Sorten bieten dir die leckere Kombination aus zwei Früchten in einem Kaustreifen. Apfel und Johannisbeere, Erdbeer und Himbeere und Kokos und Maracuja. Ja, die hören sich ehrlich gesagt alle gut an, also ist egal, was da drin ist. Einfach zum Anbeißen. Ich habe die schon immer geliebt und ich liebe die immer noch. Werde ich sehr gerne essen. So, dann haben wir etwas Kleines. Sauermix. 30 Mini-Dragees. Sind es jetzt Bonbons? Limette, Zitrone, Ananas, Mango und Sauerkirsche. Zuckerfreier Kaugummi. Da steht jetzt aber schon zur Kaugummi. 5 Gum Mini-Dragees. 99 Cent kosten die, das ist jetzt in Ordnung. 5 Gum startet dieses Jahr mit einem neuen Kaugummi-Format. Mini-Dragees. Die zwei Varianten fruchtig und sauer bieten Abwechslung für die breite Zielgruppe. Mit 3 verschiedenen Geschmacksrichtungen pro Packung ist das neue 5 Gum ein besonderes Kauerlebnis zum individuellen Mixen. Finde ich interessant, kenne ich nicht. So, jetzt war die Speicherkarte leider voll. Also die werde ich auf jeden Fall auch sehr, sehr gerne testen. Und wenn sie gut sind, vielleicht auch nachkaufen. So, und jetzt dürfte nicht mehr viel drin sein. Ich gucke jetzt mal nach. Ja, 2 Produkte sind noch drin. Und zwar einmal, wir waren ja schon mal in Amsterdam und da habe ich die auch gekauft für meinen Mann und für meinen Papa. Ich finde die so mega lecker. Und zwar ist das eine Original Stoop Waffel. Und zwar ist es dieses Mal Bio und Fairtrade. Geht anscheinend auch. Und zwar kostet der 79 Cent. Das ist für einen so einen Keks schon ein bisschen viel, finde ich. Weil bei Action, glaube ich, bekommt man die viel billiger. Und die sind auch gut. Die Bio Honigwaffel von Dale Mans ist gut für die Umwelt und lecker wie das Original. Die traditionelle Stubwaffel, jetzt gefüllt mit echtem Honig aus biologischem Anbau. 2 hauchdünne Waffeln fusionieren mit Honigsirup zu einem Wahnsinnsgeschmack. Da reicht ein Stück wahrscheinlich nicht. Ja, ich würde den zwar wirklich gerne testen, aber ich weiß, wie der schmeckt und ich weiß, dass er gut schmeckt und deswegen packe ich den auf jeden Fall in eure Gewinnerbox mit rein, weil vielleicht kann ich euch ja davon überzeugen, dass der gut schmeckt. Dann könnt ihr ihn mal probieren. Und dann noch ein mega cooles letztes Produkt und deswegen war auch die Box so schwer. Und zwar ein Graninisaft. Und zwar die Sorte Himbeer-Maracuja-Apfel. Hört sich auch mega lecker an. Kostet 1,79, das ist normal für so einen Graninisaft. Die neue Sorte Himbeer-Maracuja-Apfel. Sehr lecker. Der außergewöhnliche, intensive und fruchtige Geschmack wird dich begeistern. Angereichert mit leckersten Himbeeren ist die Sorte ein echter Genuss. Granini sorgt seit vielen Jahren für Abwechslung, Vielfalt und höchste Qualität im Saftregal. Deine Lieblingssorte ist bestimmt auch dabei. Lass es dir schmecken. Hört sich sehr gut an. Ich liebe Granini-Säfte, genauso wie diese ACE-Säfte. Deswegen, der wird auf jeden Fall wegkommen. Also wir hatten dieses Mal echt 3 Getränke drin, deswegen war die Box so schwer. Aber
da ich Weight Watchers mache und keine Brause trinken darf, also kein Spezi-Sprit trinken darf, packe ich dieses Spezi in eure Gewinnerbox rein. Ist ja kein Alkohol drin. Ich habe ja gesagt, ich packe keinen Alkohol rein. Zusammen mit der wunderbaren Waffel. Passt zwar jetzt nicht zusammen, aber ich hoffe, ihr freut euch. Zwei Produkte in der Box, in der Gewinnerbox. Genauso wie von der Look Fantastic Box. Da waren auch zwei Produkte drin, deswegen schaut auf jeden Fall vorbei. Aber die gehen auf jeden Fall an euch. Wir gehen es jetzt nochmal durch, aber ohne, dass ich jetzt hochhebe, weil das ist echt viel. Wir hatten einmal den Wein von Blanchet, mega, finde ich super. Das Produkt des Monats, die Nutella Be Ready. Ja, dann dieser Coffee, den werde ich probieren, bin ich gespannt drauf. Diese Line mit Füllung, mega. Die Vasa Delicate, finde ich auch echt toll. 5-Gramm Mini-Dragees werde ich auch sehr gerne testen. Dann einmal heiße Tasse Porridge Glück, da wäre mir zwar die andere Version lieber gewesen, aber werde ich auch sehr, sehr gerne testen. Frit Smoothie Style, auch mega. Genauso wie von Tomi die Soße, da wird sich mein Mann auf jeden Fall freuen. Dann von Dalemans eben diese Stubwaffel, die an euch geht. Von Grombacher diese Fassbrase, die an euch geht. Würde ich sehr gerne selber testen, aber ihr wisst es ja, Weight Watchers und so. Und dann eben noch den Graninisaft mit dem Geschmack Himbeer, Maracuja, Apfel. Ja, und da haben wir sogar ein Rezeptmix für diesen Blanchot. Und zwar mit Rhabarbersaft, Blanchot, Limette, Minze, Zuckersirup und Himbeeren und Eiswürfel. Es ist eine sehr, 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 sehr tolle Box, muss ich zugeben. Eine sehr, sehr tolle Box. Also eine Kollegin, die schaut meine Videos und die hat schon gesagt, die Box, die wird immer besser und ich muss sagen, ja, die wird immer besser. Also ich werde mir auf jeden Fall diese Cold Edition holen. Komme, was wolle, die bestelle ich heute noch, wenn es sie gibt. Die Gusta-Box, ich kann sie euch nur empfehlen. Sie ist immer pünktlich, sie hat tolle Produkte drin und sie wird echt von Zeit zu Zeit besser. Ich kann mich nicht beschweren. Ich weiß nicht, was ich mehr dazu sagen soll, wie dass es eine Megabox ist. Denn es ist halt eine Megabox. Das war's jetzt mit dem Video. Ich höre jetzt auf zu schwärmen. Wenn euch das Video gefallen hat, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sagt mir auf jeden Fall, was euer Favorit in dieser Box war. Meins ist, glaube ich, sehr schwierig. Sehr schwierig. Aber ich würde sagen, das Müsli. Das Müsli oder die Nutella. Bin mir nicht so ganz sicher. Es ist eigentlich alles gut. Sagt mir aber auf jeden Fall, was euer Favoritenprodukt ist. Das würde mich sehr interessieren. Schaut auf jeden Fall bei meinen Gewinnspielen vorbei. Die sind oben verlinkt. Und das war auf jeden Fall die vorletzte Box von diesem Monat. Die Foxy Box, die habe ich zwar nicht abbestellt, aber die kommt irgendwie nicht mehr. Es wird auch nichts mehr von meinem Konto abgezogen. Und ich habe jetzt entschieden, dass ich die Foxy Box einfach abbestellen werde, weil so toll war die tatsächlich nicht immer, war immer durchwachsen, sagen wir so. Und es hat immer einiges gefehlt oder ja, es war nie so das Wahre und deswegen werde ich die Box auf jeden Fall nicht wieder bestellen. Es bleibt jetzt bei 5 Boxen. Ich finde, das ist auch genug. Und ich meine, die Foxy Box, die hat auch 32 Euro irgendwas gekostet. Und den Rest der Boxen, die ich hier habe, die kosten maximal 20 Euro. Deswegen bleibe ich bei diesen Boxen und die Foxy Box wird nicht mehr gekauft. Ich muss ja auch ein bisschen sparen mittlerweile. Nein, wir wollen ja auch irgendwo ein Haus bauen und so und ständig alles für Boxen rauswerfen. Es reichen diese 5 Boxen. Das sind jetzt monatlich an die 100 Euro. Ist genug. Ist auf jeden Fall genug, es muss nicht mehr sein. Und es kommen ja zwischendurch immer tolle Boxen online, deswegen. Es war jetzt die vorletzte Box, das heißt, als nächstes kommt die Vernaschte Weltbox online und dann kommt auch wieder das neue Boxengewinnspiel online. Da könnt ihr dann auf jeden Fall schon mal die Stubwaffel und das tolle Cola-Mix gewinnen. Wenn ihr noch wissen wollt, was noch in der Box drin ist, aus der Fairy-Box, aus der Look-Fantastic-Box und aus der Glossy-Box, dann müsst ihr euch natürlich die Unboxings angucken, da sage ich immer was in die Box-Monat. Dann war es mit dem Video. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren, entweder unten auf dem Abonnieren-Button oder hier an der Seite. Wie gesagt, kostenlos und natürlich kein Muss. Ihr könnt natürlich auch die Glocke aktivieren. Da bekommt ihr dann eine Benachrichtigung, wenn ein neues Video von mir online ist. Würde ich mir natürlich auch sehr freuen, wenn ihr meine Videos regelmäßig guckt. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und hoffe, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Tschüss!